Der Riss. Wir haben gestern aufgehört, allerdings hat der Speicherpunkt nicht so hingehauen. Das heißt also, wir haben 5 Minuten verpasst, was mich wieder ankotzt. Aber egal. Die Waffe wollte man nämlich haben. Und die Waffe hatten wir gestern auch. Och, das Mädchen ist so verschreckt. Seit wann hast du eigentlich so einen Ausschnitt? Na gut. Gedrückt halten für Maschinengewehr. Also, wir müssen den ganzen Weg, den wir gestern gelaufen sind, nochmal laufen. Und warum ist das so scheiße dunkel heute? Oder war das gestern schon so dunkel und ich habe mich dran gewöhnt? Naja, gut, egal. War das gestern schon so dunkel? Warum stehst du mir im Weg? Das hatten wir gestern, das hatten wir gestern. Hier haben wir auch alles besucht. Ja, Schatzi, lauf. Da waren wir auch gestern. Das haben wir auch alles durchsucht. Und wir haben tatsächlich noch ein bisschen was nicht durchsucht. Hattest du hier nicht auch gestern was dazu gesagt? Nee. Okay. Push. Geh. Geh. Außerdem, wieso ist das hier so grau im Gegensatz zu gestern? Egal. Ist was zum Essen. Nennt man Hamburger. Das da. Ne? Genau, das haben wir gestern auch noch gehabt. Salze. Ist voll. So. Ich kapiere nicht, wieso Chen Lin wieder lebt. In dieser Welt wurde er gar nicht ermordet. Irgendwo erfahren wir vermutlich warum. Schätze, man kann nicht einfach so etwas ändern und erwarten, dass alles andere gleich bleibt. Aha. Ich krieg wieder den Mund nicht zu vor lauter. Oh. Dead. Okay. We must find this bitch. Leader of the Vox. Was? Missiles. Location unknown. Albanetti Coke. Michael Cases. Morgan Creed. Ground Hideout. Ted and Finken. Vox suspects. Okay. Naja. Genau, das hatten wir schon. Ah, das waren die zwei? Diese Männer. Ich hab sie getötet. Die waren tot. Nicht in dieser Welt. Ja, ich weiß. Not in this world. Booker, sieh mal. Sie haben alle Nasenbluten. Ja, ja. Hatten wir gestern. Was ist mit ihnen? Sie erinnern sich. Woran denn? Daran, tot zu sein. Oh. Bleibst jetzt sitzen. Bleibst jetzt hier. Auch gut. Ah! Vier. Hier war gestern... Ah, jetzt reagieren sie. Aua, das ist aber schlecht. Die ist aber schlecht, die Waffe. Cool, steht sie plötzlich hinter mir. Aua! Au. Ich glaube, wir nehmen doch eine andere Waffe. Die ist nicht so toll. Die ist zu langsam. Spagat!
So, wir nehmen wieder... Ach, Quatsch! Nein, Pistole her! Gib mir die Pistole! Danke. Und wir nehmen das Maschinengewehr wieder. Das war viel, viel besser. Warum auch immer, das Maschinengewehr war viel, viel besser. Hier lag da auch noch irgendwo einer da. Praktisch. Tot gehen und alles ist fort. Ist zwar so nicht geplant, aber okay. Dadurch, dass man natürlich jetzt auch keinen... Was? Eines Tages erheben? Ist da oben jemand? Was geht hier vor? Unser Gegner da vorhin. In der anderen Welt war Edis, der da an der Wand hing. In der anderen Welt? Nach der ganzen Sache kriege ich Kopfweh. Unser Gegner vorhin hing an der anderen Wand? Hat mir den nicht auch aufgemacht? Der ist offen, okay. Ein bisschen Gesundheit brauchen wir immer. Das war die Panzerfaust, genau, die brauchen wir aber nicht. Gut, wir sind jetzt fast einmal rund gelaufen, außer da oben. Da sind wir nicht, noch nicht hingekommen. Wieso eigentlich nicht? Da ist eine Tür. Da kommen wir nicht hin. Ich hätte gern No-Clip. Ich möchte gern da hin. Schrotflinte nehmen wir nicht. Die haben wir. Gehst du mir mal bitte wieder aus dem Weg? Danke. Okay, wir haben alles. Schnell durchsucht. Was brauchen wir denn hier? Gesundheitskit brauchen wir nicht. Salvengeschütz. Wir haben genug Kohle. Wir kaufen einfach ein. Wir kaufen einfach alles ein. Hier ist etwas Geld. Was? Danke. Danke dir. Knapp 1400. Das ist okay. Ich würde gerne da hoch. Ich würde gerne da hoch. Da ist eine Tür. Wie kommen wir da hin? Ich glaube, da kommen wir gar nicht hin. Hier steht das Ding auf der anderen Seite. Waffenschmied freigelassen. Verfahren eingestellt. Warum? Sein Schwager, der Sicherheitschef, ist bei Fink. Mhm.
Hier kommen wir nicht runter, ne? Doch, müssen wir wieder den ganzen Weg laufen. Okay, dann laufen wir mal schnell nochmal darüber. Und da lang. Hier ist nichts, was wir finden könnten. Saufen auf dem Klo ist auch geil. Au! Ein Lockpick. Hier ist noch was. Die erste Lady. Erste fliegende Lady. Ah. Okay. Die erste fliegende Lady. Alles klar. So. Alter Seemann, lass die Kraft namens. Genau. Was machst du auf dem Klo? Wo bist du überhaupt? Da. Sehr mysteriös, die ganze Geschichte hier. Sehr mysteriös. Frag mich immer noch, warum wir nicht da hochkommen. Da gab es ja keinen Weg lang, ne? Es geht runter, ja. Es juckt mich. Das juckt mich, da hochzugehen. Na gut. Wir können noch nicht da hoch. Warum auch immer. Ihr klappert alles. Quatsch. Okay, ab in seine Werkstatt. Blase auf Seal. Ich glaube einfach nicht, dass Fitzroy. Unzufrieden mit dem Lohn? Seid guten Mutes. Historiker berichten, der Maler Seurat wollte für seine Kunst kein Geld. Und George Washington wollte das Präsidenten. Wo? Nee, so einfach ist es nicht heute. So einfach ist es nicht heute. Heute bin ich ein bisschen auf Zack. Also sehe ich null. Okay, den haben wir. Bitte sehr. Dankeschön. Reiß ihn den Arsch auf. 20 von 30. Okay, ich geh mal runter. Von wo? Da können wir nicht hin, ne? Das ist zu. Dort leben.
die Ordnung unter den geringeren Tieren aufrechterhalten soll. Danke. Hopp. Von wo denn das jetzt eben? Das kam von rechts. Ja. Ich geh mal einkaufen. Gesundheitskit brauchen wir nicht. Salze nehmen wir mal komplett. Munition ist leer. Maschinengewehr. Na, das passt doch ganz gut. Da liegt jemand zum Schlafen. Ananas. Eine nasse Anna. Na? Ah, da ist einer runtergesprungen. Komm. Na, zuppelt. Aus PUBG gewöhnt, die Maus runterzuziehen. Muss man hier auch. Geht gut. Übung. Jetzt weiß ich auch, warum das in PUBG wieder so gut funktioniert. Jetzt weiß ich auch, warum das in PUBG wieder so gut funktioniert. Kriegst du jetzt auch eine gescheuert? Nee. Ich hab hier doch einen gekillt. Ach ja. Später hin, wir gehen jetzt hier nochmal. Was ist das da eigentlich? Ui! Wo ist das Ding? Booker? Da. Schätze aus dem Job für Fink wird nichts. Was heißt hier da? Wo da? Hat so eben bling, 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 bling gemacht. Da hinten. Oh, schick. Zu tief. Ah. Nee, auch nicht. Hat das lang gedauert. Hat das lang gedauert, so ein kleines Ding da fertig zu machen, ey. Was? Na klar. Medikits. Fertig. Danke. Wir brauchen zwar keins, aber egal. Huch. Unabsichtlich, absichtlich auf der rechten Maustaste. Kann man jetzt den Aufzug benutzen?
Immer noch nicht. Sehr mysteriös. Ne, da will ich noch nicht rein. Will ich erst nochmal gucken. Wenn jemand ankommt und euch erzählen will, dass ihr zu kurz kommt, wisst ihr, was derjenige dann in Wahrheit sagt? Okay, nun, er sagt, mein Freund, was du tust, ist unbedeutend. Freund, du wirst für dumm verkauft. Und Freund, du bist nichts als ein Sklave. Schadensbus, Panzerfaust, Präzision, Schrotflinte, Salven, Schrotflinte, Präzision, Präzision. Nein. Aber das könnt ihr nicht mit Geld? Sagt, immer. Immer. Wir brauchen immer Geld. Ich bin nicht dumm. Ich bin ein Fingerarbeiter und stolz darauf. Auch noch Zug, können wir auch noch nicht rein. Kriegst du's auf? Wie dieses habe ich noch nie gesehen. Anti-Drucksperre, Federbolzen, Verschlussvorrichtung. Man braucht einen Rambock, um das zu öffnen. Und? Wir müssen jetzt 100% einen Rambock bauen. Wo war denn jetzt die Werkstatt von ihm? Da hinten oder da? Da. Okay, wir gehen aber trotzdem da hinten nochmal rein. Jebo, altersbedingt. Wir gehen zu Chen. Gehen wir mal zu Chen. Gehen wir mal rein. Sag mal guten Tag. Wir brauchen einen Rambo. Schätze ich mal. Hallo Chen. Ah, da hinten ist noch eine Kiste. Ah. Und die da? Haben wir schon. Ab in die Waffenschmiede. Ist es nur... Oh. Jetzt wolltest du mal was erzählen. Hörst du irgendwas? Hä? Keine Maschinen. Keine Geräte. Suchen wir diesen Waffenschmied. Vielleicht ist er jetzt oben. Oder er ist verbrannt. Der Schrein. Was damit? Jetzt ist er eine Figur von Comstock. Oh ja, stimmt. Fragt sich nur warum. Maschinen sind weg. Mr. Lin? Chen Lin? Verzeihung, Chen Lin? Wer seid ihr? Sprechen lauter! Lauter! Ich nichts hören bei dem Lärm hier. Sehr laut! Ich bin Booker DeWitt. Zurück! Diese Maschinen, sehr gefährlich. Was denn unten bei Mrs. Lin? Daisy Fitzroy schickt uns. Wir müssen sie sprechen, wegen einiger Waffen. Maschinen, sehr gefährlich! Kein Ort für Dummköpfe. Wollen hübschen Kopf verlieren? Mr. Lin! Unten! Was hat er denn nur? Wie er da tot in der Zelle lag. Vielleicht erinnert er sich irgendwie daran. Wie würdest du das verarbeiten? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Okay, durchlaufen kannst du zum Beispiel schon mal nicht. Oh, aber die Maschine scheint da zu sein, wo er dran steht. Okay, dann gehen wir wieder runter zur Frau Miss Lin. Zur Frau Miss. Heile meinen Mann.
Beruhige seinen Geist. Verzeihung, Ma'am. Ich suche nach Mrs. Lin. Ich bin Mrs. Lin. Nein, ich meine eine kleine Chinesin. Sie war... Booker, das ist Mrs. Lin. Sie haben Chens Werkzeuge. Was ist er ohne seine Geräte? Nun, Ihr Mann ist etwas durcheinander. Wenn er wieder arbeiten könnte, ja dann, vielleicht... Geile Parallelwelt, ohne Scheiß. Wissen Sie, wer die Geräte Ihres Mannes hat? Verdammte Polizei! Hat alles mitgenommen und weggesperrt. In der Verwahrstelle in Shantytown. Oh. So weit zurücklatschen? Hat sie recht. Würde es ihm helfen, seine Geräte wiederzukriegen? Wen juckt's? Wenn Chen Lin seine Werkzeuge nicht hat, kriegen wir keine Waffen. Wir müssen nach Shantytown. Oh mein Gott. Schön die Geschichte langgezogen, oder Hast was? Hast du bemerkt? Lin hatte Nasenbluten. Ja. Scheint in Mode zu sein. Dieser Riss. Ob das so eine gute Idee war? Nein, keine gute Idee, aber es funktioniert. Wir wissen, was Daisy Fitzroy und ihre Anarchisten. Was denn jetzt schon wieder? Streik, sagt sie. Legt die Arbeit nieder, sagen sie. Ich sage euch, sobald ihr das tut, werdet ihr sehen, wer sie sind. Au, von links auf. Brenn. Wo kam der denn jetzt her? Ich bin noch am Suchen. Mach mal schneller. Los. Ach Quatsch, springst du nicht unter die Erde. Erzähl nix. Her damit. So eine Mütze wäre mal toll. Huch. Verbrannt, der arme Wutz. So, wo war der andere? Da oben, ne? Hallo? Da. Aha, runtergefallen. Schokoriegel! Nom, 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 nom. Ab nach Sunny... Immer wieder selbe verkehrte Druck. Ab nach Sunny Station. Was quält ihr euch, frage ich. Eine Kuh kann kein Löwe sein. Und warum solltet ihr das wollen? Wer will schon all die Verantwortung und Sorgen? So, Dollarbill. Gesundheit brauchen wir nicht. Wir müssen schon wieder Munition kaufen. Das ist ein bisschen nervig. Aber okay, was willst du machen? Dafür haben wir genug Geld eingesetzt. Okay. Falls du Fragen hast, nur zu. Fragen worüber? Meinen Finger. Ich, sorry. Dein Finger? Okay. Ist mir genauso ein Rätsel wie allen anderen. Vielleicht weiß Songbird Bescheid, aber der spricht nicht. Hey, tut mir leid. Wieso? Keine Ahnung, was du willst. Ich kann meinen Makel ja mit einem modischen Fingerhut kaschieren. Angeblich der letzte Schrei in Paris. Dein Fingerhut, ja, das wissen wir. Warum, weshalb, wieso, kriegen wir bestimmt noch erzählt. Ich habe mich auch noch nicht darüber beschäftigt, warum, weshalb, wieso. Ach, jetzt haben wir es da. Jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Oh. Öffne ihn. In Ordnung. Ach, du ahnst es nicht. Geht klar.
Haben wir noch ein paar Salz? Ja, Hammer. Okay, wir gucken mal, wie es da draußen aussieht. Yes, den Hammer. Danke. Na komm. Ich finde schon was. Dankeschön. Danke. Was? Schon. Das ging aber schnell. Scheiße. Ich muss da auch langsam drauf vorbeilaufen. Sonst werde ich auch noch gegrillt. Ich kille und grille. Oder? Das geht. Geht. Hält sich in Grenzen. Sandwich. Hm. Warte mal, von da nach da? Korrekt. Schon dabei. Danke. Ui, jupp. Nur zu, ich komm zurecht. Alles klar, mach mal. Panzerfaust. Oh, brauchen wir die nachher? Wo geht's denn weiter? Hallo? Ich bin hier unten. Da unten liegt ein Schnipper, alles klar. Hm. Tür ist zu. Auch zu. Aber hier ist offen. Verkaufsautomat, Schadensboost, Panzerfaust, Präzisions, Panzerfaust, Panzerfaust. Brauche alles nicht. Ich habe Geld gefunden. Danke. Oh, 17,43. Schubdüse. Okay, dann. Elsbeth. Achso, ich weiß. Du kommst ja automatisch nach. Sentytown. Oh. Ich hätte gern wieder eine HDD, damit es so schnell lädt. Mich wohl für so eine Art Freak. Ja. Ein definitiv. Mädchen, das Tote aufwecken kann. Ja. Dessen einzige Bekanntschaft ein riesiges Vogelwesen ist. Mhm. Ich muss lächerlich wirken. Nein. Du hast nur schlechte Karten erwischt. Ich gehe nicht in diesen Turm zurück, auf gar keinen Fall. Die hören erst auf, wenn sie dich haben. Warum? Was habe ich ihnen getan? Du machst ihnen Angst. Gut. Das ist etwas voll, Bruder. Ihr sollt so hungern, dass die Kraft nur zum Betteln reicht. Ihr sollt so unwissend sein, dass ihr eure Probleme nicht lösen könnt. Ihr sollt hinter dem allmächtigen Silver Eagle herlaufen, um alles kaufen zu können, was sie euch andrehen, um euch klein zu halten. Aber Daisy Fitzroy sagt, es gibt einen anderen Weg. Oh. Und zwar schon sehr bald.
Fink ist schuld am Zustand dieser Leute? Ja. Vielleicht hat Daisy recht. Vielleicht sollte sie ihm das alles heimzahlen. Aber erst bezahlt sie uns. Wir brauchen Waffen und dann das Luftschiff. Alter, wo sind wir hier? Oh. Schlag zu, los, fester! Schlag fester zu! Das Ding kriegt kaum eine Delle, verdammt! Ich hab Hunger, Bill! Da drüben ist ein Riss. Ja, mach. Den da, los! Bitte sehr. Alien! Aus dem Weg! Okay, ihr nehmt das, ich nehm's Geld. Lasst euch schmecken. Oh. Das nennen sie eine Knarre. Das ist keine Knarre. Mein Hank hat seine Stelle bei Fink verloren und sie haben uns alle gekündigt. Mhm. Zu der Polizeistation gehen. Oder wir sehen uns in der Bar um. Was meinst du? Ich glaube, wir sehen uns erstmal in der Bar um. Hau ab, du Penner! Wo? Mit wem redest du? Du Dieb, verdammter! Ah! Noch was? Lass dich ausbluten. Ah, Gesundheitsinfusion. Seit langem mal wieder eine Gesundheitsinfusion. Du wirst geschlachtet. Ach, Schnauze. Nein, wir springen nicht runter. Kommt! Bettel um deinen Tod! Du da! Gehst du schon wieder rein, ohne mich zu fragen? Sag mal, Mädel, warte doch mal. Gedrückt halten und nimm Repetiergewehr. Nee, lass mal gut sein. Das Repetier ist... nein, ich mag meine Minigun. Minuteman Armor. Es ist ihr Zuhause. Wer, wenn nicht sie, soll es schützen? Was eine Flasche für dich. Na. Maschinen. Was denn jetzt? Sicher blutet das, was meinst du denn? Aua!
Es hat er mich doch von hinten erschlagen. Verdammt. Wenn du noch atmen. Wo kommt die jetzt her? Wir gehen dann nochmal rein. Au! Au! Reicht! Sag mal! Nur weil ich hinten rangegangen bin, werd ich angegriffen, ey. Ihr habt doch nicht mehr alle. Gehst du mir mal aus dem Weg? Danke. Feuer fliegt aus der Hand. Teufelskuss von den Schuldigen. Muss doch wieder. Und Schuldige gleichermaßen. Schon wieder Maschinengewehrzeug kaufen, ey. Das nervt. Na, kleiner Mann. Will the circle be unbroken by and by? By and by is a better home awaiting in the sky. In the sky. Schön, die Schüssel geknallt. Dankeschön.